So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Feed the Beast Sky Factory. Schaut mal, was dahinter gespawnt ist in der Zwischenzeit. Da ist ein Schaf gespawnt. Wir haben wirklich jetzt ein Schaf. Look und leck. Jo. Dann haben wir, glaub, so eine Adamantin-Kuh. Jo, ein bisschen Minisio-Seeds haben wir bekommen in der Zeit. Also ein bisschen Quartet habe ich. Unser Lagersystem schon ganz schön voll. Würde ich ganz langsam mal ans Autocraften rangehen. Zuerst möchte ich aber hier mal die Fläche vergrößern. Jetzt gucken wir erstmal, was für Kühe wir hier bekommen haben. Jupp. Da hätten wir einmal Invar, einmal ein Schaf, einmal Biodiesel, einmal Seared Stone, einmal Molten Shiny und eine Adamantin-Kuh. Boah. Worauf warten wir? Packen wir sie ein. Das Schaf können wir halt nicht so leicht mitnehmen. Was heißt nicht so leicht mitnehmen? Mitnehmen können wir es auf jeden Fall, aber. Was dann? Zack. Eins, zwei gefahren. Biodiesel mitgenommen. So. Dann müssen wir auf jeden Fall die Fläche hier oben vergrößern. Dann, was haben wir denn noch so alles Schönes vor? Mal hier reingucken. 10 Mille haben wir von 40. Das wird mal ewig dauern. Ja. Das Sach hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, ich bringe jetzt erstmal die Kühe rüber. Glas haben wir dabei, Schaf haben wir dabei, haben wir da. Das haben wir wirklich alles durchgejagt. Da kommt schon das nächste. Da haben wir schon wieder das nächste, und zwar so ein Haufen Alu. Dann die Energieproduktion. Wir waren ja dabei, dass wir Energie hin und her teleportieren können. Was hatten uns damals da gefehlt? Wenn ihr es noch wisst, wäre es gut. Was bist du? Ardite. Tin. Nicht, dass ich Biodiesel oder Invar oder sowas hab. Wutsch. Nein, haben wir nicht. Dann machen wir hier weiter. Zack. Glas raus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier können wir eigentlich mal Lichter machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah. Genau, für sowas wollte ich aus Autocrafting, dass ich mir möglichst schnell die Dinge wieder machen kann, die Harvester. So, ich will eigentlich nur zwei von jeder Kuhart. So, da damit haben wir den Biodiesel abgehakt. Da haben wir, weißt du, was ist eigentlich noch gar nicht, was wir gar nicht brauchen. Invar brauchen wir brauchen. Invar ist schön geschickt. Und Shiny, haben wir schon sowas? Nö. Haben wir nicht. Sehr schön. Dann gucken wir mal wieder rüber, was unsere zwei da drüben produzieren. Die haben bestimmt schon wieder zwei Stacks voll. Uff, ein bisschen mehr. Pokefinium und Mana Steel. So, packen wir wieder alles ein. Jetzt. Die Tische wollen wir brauchen, die Eimer brauchen wir nicht. Casts brauchen wir auf jeden Fall noch. No Seeds, ja, ist egal. Lass mal einfach so weiterlaufen. Jetzt haben wir eigentlich volles Lava. Und wir brauchen auch nicht so viel, dass es irgendwie stört. So, also ich würde sagen, wir gehen mal wieder heim. Energie.
Was hat uns da gefehlt? Irgendwas hat uns da gefehlt. Na, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Alu da schon wieder rumliegt. Egal, wir machen einfach weiter. So, wir wollen das Teil. Electrical Steel, Ender Crystal. Wo hat man denn da das Problem? Klappen im Schädel. Ah, neben dem Ender Crystal, genau, dass wir eine Ender Seele brauchen. Genau, Fused Quartz, okay. Ah, stimmt, ich wollte Quartz Seeds machen. Quartz Seeds, da. Hm, sind wir schon nah dran? Zack, 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 zack. Wie heißt denn das nochmal? Mischt. Zack, zack. Infusion Stone. Ja. Infusion Stone. Weak. Rein damit. So. Nächste Runde. Hier Regular. Und Strong. Wo haben wir sie denn? Da. 13 haben wir dann. Plus die andere sind wir bei 16. Sehr schön. Dann machen wir mal zwei Stück davon, weil die wären auch wichtig. Wie machen wir denn jetzt weiter? 7, 8, 2, 3. Ich habe ganz viele Chipsets gemacht. Ja, ich würde jetzt die erstmal anpflanzen und dann ein bisschen wachsen lassen. Da kommen wir auch an Quarz. Das andere können wir eigentlich auch gleich machen. Nee, kann man nicht. Brauchen wir eh nicht, weil wir so viel von dem Zeug rauskriegen. Also, wurscht. Das spawnt hoffentlich noch ein bisschen was. Eine Kühe. Rüber geht's. So. Ups. Autsch. Jetzt rein damit. Gut. Wo sind sie jetzt? Da. Gibt man denen gleich noch ein bisschen Anfangsschub. Wie viel von denen brauche ich? Zartes. Quarz. Use. Volle 9 Stück. Scheiße. Und dann kriege ich nur 8 raus. Glaub, da lasse ich lieber noch ein bisschen. Was brauche ich? Netherrack? Zum Hämmern, was ich da hämmern muss. Eins von beiden. Mal schauen. So, damit hätten wir 2. Hat ja nicht schon Bock. Die Ausdauer geht runter, aber wir kriegen. Nee. Egal. Die 2 packt da ne? Dermaßen viel, ja. Deswegen ist das ganz geschickt, wenn wir das Ganze dahinter zum Laufen bringen. Aber wir müssen Enderman fangen. Wie schnell hat die jetzt den geschossen? Zack. Weil der ja so Schiss vorm Ender Dragon. Weil ich gehe da ganz sicher drauf, wenn wir darüber gehen. Wie macht man denn das? So, was haben wir denn hier schon wieder von Krusch drin? Oh Mann. Das ist alles Müll. Na komm, weg damit. So
so viel Müll, das gibt's echt nicht. Dann, ey, Husky Mudkip haben wir gekillt. Sorry. Aber wenn du bei mir spawnst. So, ein bisschen Essen haben wir auch noch wieder. Aber das wird erstmal reichen. Jetzt, da hat man die Schädel. Das nehmen wir alles mal mit. Soweit es geht. Und so. Zack, 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 zack. Und der Rest schickt man. Ey, falsche Tasche. Schickt man wieder rüber. Ich brauche irgendwas, das satt macht. Nicht bloß so ein bisschen. 150 Bags. Schon ganz schön was. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Jetzt. Da haben wir jetzt nämlich auch Quarzessenz. Aus wir wollten genau. Wir wollten einen Wither bekämpfen, dass wir. Oh Gott. Von Wither brauche ich erstmal Köpfe. Haben wir was mit Beheading? Nein. Nein. Beheading. Irgendwo hatten wir, glaube ich, schon mal Beheading drauf. Aber ich glaube, da mache ich mir ein großes Schwert dafür. Jetzt Lapis haben wir einen Haufen. Also, das wäre dann auch kein Problem. Jetzt gucken wir erstmal. Wir brauchen nämlich die Flasche. Ender Crystal. Da brauchen wir eine Soul Vial. Kann ich das Quarzglas? Oder war das Fused? Ja. Schade, geht nur mit dem Quarz. So, wie bekomme ich jetzt nochmal eigentlich Quarz? Da mit ein bisschen Soul Sand. Was mache ich da eigentlich so geschieß? Haben wir. Wir müssen doch irgendwo noch ein Autosieb haben. Da haben wir doch eins. So, das schließen wir einfach irgendwo an der Strom an. Läuft dann halt mal so mit. Hier hinten. Hoppa, hoppa, hoppa. Oder eine Chest, eine Reinforced. Autsch. Chest. Hoppa. Nehmen wir mal uns eine Erdthermal. Schade, dass die echt aufgehört haben, den Mod hier weiterzuentwickeln. Dann machen wir aber doch gleich die bessere. Das ist echt schade, weil bis jetzt gibt es nicht für 1.10. Ich brauche sowieso einen Hopper oder einen Itemtakt. Das Ding kann ja gar nicht selber. Ja, dann hätte ich auch eine normale Chest nehmen können, aber. So, dann machen wir das so. Jetzt stehe ich aber selten. Extract und du bekommst schon. Ups. In. Los geht's. Viel Spaß. Los geht's. So. Können wir eigentlich noch mehr rein? Ja. Passt auf jeden Fall mal. An Quarz kommen wir jetzt ran.
könnten aber auch so ein Ding bauen. Ich glaube, ein bisschen billiger. Tesseract. Ich glaube, das geht einfach, wenn ich einen normalen Tesseract nehme. Also, wie viel Enderium habe ich? Moment, ich habe schon 500 Pokefinium. Oh Gott. Enderium habe ich gerade. Das, dann brauchen wir die. Dann brauchen wir Liquid. Genau, Pyrothium. Oder haben wir es da? Oh ja. Halt, Pyrothium habe ich doch doppelt so viel braucht. Nee, Enderpearl und Ding habe ich doppelt so viel braucht. 16. Da brauche ich 8. Davon. Dann hätten wir das Enderium dafür. Dann brauchen wir das Glas. Ist doch billiger, wenn ich den hier mache. Fused Quartz. Machen wir gerade. Kein Problem damit. So. Da kommen wir auch ein bisschen mal wieder in Derium ran. Jetzt. Da haben wir schon 24. Alles rein. Dann haben wir eine Gast hier sogar. Tainted Soil. Netherwarzen. Hm. Passt dann schon. Das Glücksbuch könnte man trotzdem da noch rein irgendwann mal. Aber wie gesagt, wird mit rausgesaugt. Aber es verbraucht sich wirklich. Leider. Jetzt wollten wir. Genau, da müssen wir 4-mal flüssig machen. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Gut, haben wir 4 Enderpearls. Das heißt 4, ich brauche 8. Enderperlen. Wir müssen jetzt echt langsam der Dragon killen. Da können wir drüben, ne? Da kommen wir wunderbar an Enderperlen. Auch wenn ich jetzt schon wieder die Hälfte habe. Weil das ist einfach viel zu lahmarschig. Und 48 Level. Auch ziemlich gut. So, die hier rein. Dann zack, zack, zack. Und wir haben 2 Stück. Oh, ich hätte noch mehr machen können. Zum Glück. Ah, oh, scheiße, warum habe ich das mit Shift gemacht? Egal. Haben wir gerade Bronze. 30. Ich brauche noch mehr Bronze. Bronze, Bronze, Bronze. 3 zu 1. 1, 2, 3, 1. So. Ender. Die könnten wir auch noch mal noch pflanzen. Ich hoffe immer noch auf eine Kuh mit Ender. Entweder zum Enderpalle gießen oder zum direkt weitermachen. Ja, das passt. Dann würde ich sagen, 21 ist eine Scheißzahl. 20 ist besser. Machen wir mal ein bisschen. Das schaut manchmal aus. Okay. Dann haben wir da auch noch das mit zurück, das Zeug. Jetzt. Das zum Füllen rein. Eine brauchen wir dann noch. Eine Palle brauchen wir dann noch. Und dann brauchen wir eigentlich noch mehr, weil dann sollte man eigentlich die Energie von drüben hierher transportieren. Da könnte ich die ganze hier auch noch mit rüberbringen. Nee, das lassen wir erstmal so. So, na komm, flüssig.
hin. Elch flüssig, 64, na komm, misch. Einmal mischen bitte. Danke. Da hat man schon die erste Runde Bronze. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Okay, da ist nichts. Da ist nur Wasser drin und da ist nichts drin. Okay. Könnte man noch was herstellen, brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Okay, das ist alles schon durch. Die Maschine hier. Jawohl, ich habe halt mal eine Gasträne. Für was brauchen wir die hier? Bone Bolt von Witchery? Nö, danke. Gas Seed auf jeden Fall. Safari Netz. Ja, brauchen wir auch ganz dringend. Shape Card Fortune Quarry. Haben die. Das könnte ich nur gucken, wie die Rezepte für die Dinger sind. Also sonst ist es ganz normale, der ganz normale Wahnsinn, für was man das braucht. Die Gast hier braucht. So, Bronze für Tage. Jetzt müssen wir gucken, ob man. Ah, es regnet. Extract Item, ja. Bitte eine Enderperle. Ich habe zwar nichts, ich habe ganze Zeit nicht hinguckt, deswegen eine Enderperle. Musste ich hoffen, dass es da ist. Ich brauche unbedingt eine Rüstung, die der Fall Damage auffängt. So. Zweite ist fertig. Wie sieht es denn jetzt eigentlich? Ah, genau, das habe ich auch vorletzte Folge noch angefangen. Wem schon aufgefallen ist, hier müsste ein Haufen, genau, Graphite sein. Weil wir haben ja auch hier Big Reactors drin. Aber ich gucke jetzt erstmal auf den ihre Mine. Irgendwo gab es die. In dem Lit Researcher. Deswegen brauchen wir auch Enderman. Dass wir an Dimlets rankommen. Moment, eigentlich habe ich jetzt eine Enderperle. Und ich habe eine Mob-Farm. Und ich habe XP. Ich brauche dann eigentlich nur einen Grinder von. Ja, so können wir es auch machen. Pearl Injector, Matter Booster. Wo ist denn das Ding? Energy Dimension Editor, nee. Bilder ist geil. Das ist echt ein richtig cooler Block. Und das ist auch. Holy shit, ist das teuer. Environmental Controller, Storage, Maschinenfuser. Wie heißt denn der? Modular Storage, das ist cool. Space Chamber, ja, aber das. Da steht es aber auch nicht, von was für eine Maschine das ist. Scheiße. Shape Card. Use. Ah, das sind die Karten dann. Block Protector, Builder Block, der war's, glaub. Chamber, der Insert, Chamber Card. Ja, das sind die Chamber Cards. Shape Card, Shape Card. Ja. Building Speed. Irgendeine Maschine hier gab es, da konnte man dann mit meinen können wir einfach so bauen. Bilderblock. Wir haben keine Enderperlen und wir haben kein K
Clay haben wir gerade echt nicht. Das haben wir ein bisschen. Hier, Lorium haben wir ein bisschen. So. Jetzt kommt wieder der spannende Moment. Wo habe ich mein... Vein Miner Key? Was, Komma? Ja, war Komma. Das sollten wir brutzeln. Oder haben wir Bricks? Ah, wir haben Bricks sogar noch da. Hälfte haben wir. Schade. Gut, dann machen wir da nochmal eine. Dann müssen wir uns mal vorbereiten auf der Ender Dragon Fight. Die nehmen wir alle mal mit. Entweder gehe ich da wieder viel zu vorsichtig hin oder... Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall. Das Problem ist halt daran, dass ich echt Schiss habe, dass ich drauf gehe. Brickies, die sind schon alle durch. So. Dann... Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir mal das Ritual abends bzw. nachts durchführen. Keine Enderperlen. Jetzt bin ich beleidigt. Deswegen müssen wir ins End. Halt mir doch Ender Seeds. 15 haben wir da. War das so? Nur 4 Stück, aber egal. Ich muss noch mein Zach hochholen. Jetzt habe ich da eine extra... So, Builders Block. Yep, das ist er. Der kann auch meinen. Uff, dachte gerade schon, das Ding ist kaputt gegangen. Nein, das wird unsere Mine im... Deep Dark, ne, doch Deep Dark. Ja, das sollten wir auch dann mal bauen. Jetzt, falls wollen die mal unsere Sache hochholen zum Energietransportieren. Tesseract. Glaube ich, warte mal irgendwann demnächst noch, ob da mehr Kühe spawnen. Rips. Tesseract. Zack. Zack, und wir können Energie transportieren. Haben wir das auch mal geschafft. Wir brauchen... Ah, genau. Das von dem brauchen wir einen Haufen. Warum kann ich das so mit Leerzeichen hier suchen und beim anderen nicht? Egal. Wir haben jetzt ein bisschen davor. Dann würde das schon mal funktionieren. Dann brauchen wir... Ah, ich wollte Auto-Crafting machen von Ding. Eigentlich musste ich hier jetzt langsam mal umbauen, weil das sieht alles noch ein bisschen veraltet aus. Ja, Eisen haben wir viel zu viel. 15.000. Big Reacts, haben die da in der Rezepte was dreht? Big React. Warum? Big? Ja, da. Nö. Das ist normal. Das ist normal. 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 Input, Output. Alles ganz normal. Ich müsste nochmal wieder gucken, was, wie man das Ding baut, weil ich habe das jetzt schon ganz schön lange nicht gemacht. Wie bekomme ich das Zeug? Ludicrite. Ah, so. Mit Plutonium, Enderperlen, Enderperlen, Netherstar. Das ist eins der besten Sachen, die es hier gibt. An das kommen wir ran, an das kommen wir ran. Plutonium ist ja einfach. Ja. Halt, nee, das war nicht einfach. Das war...
genau. Cyanide Reprocessor und dann. Okay, es war doch einfach. Ich brauche einen Reaktor, der die Yellorium-Barren verarbeitet, durchbrennt, dann Cyanide und dann, ja, schaffen wir das schon noch. Also ich würde sagen, Big Reactor wird auch noch demnächst was. Was ich vorhab. Und an nichts komme ich weiter. Naja. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen noch kurz rüber. Aber dann müssen wir auch schon Schluss machen. Haben leider schon wieder die Zeit voll. Dann müsste ich danach schauen, dass wir hier überall die Kabel verlegen. Den Tesseract können wir schon mal aufbauen. Auf der einen Seite zumindest. Ach, da wollte ich noch einen Speicher dazwischen haben. Eins, zwei. Hier soll der Tesseract dann hin. Dann müsste ich noch ein paar Capacitor Banks machen. Das sind die 5000er. Okay, kein Problem. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. In einer Folge schaffen die zwei Kühe fast einen Stack. Ja, die schaffen einen Stack. Ich habe ja zweimal geholt. Nee, aber dann müssen wir in der nächsten Folge hier mal die Energie reinlegen. Dann können wir 1, 2, das heißt, ja, habe ich mitgedacht, gut. Hier kommt die Dinge rein, hier kommt Strom hin, hier kommt dann bei jedem das Gießteil hin. Wie habe ich das da drüben? Ja, eins rüber, rein damit. Und dann das Ganze in eine Chest. Und dann über irgendwelche wieder Pipes wieder in eine Ender Chest. Das wäre dann so mal die Idee. Rancher würde ich sagen, gucken wir, dass wir nächste Folge noch ein paar bauen. Und dann machen wir da in der nächsten Folge weiter. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.